Entweder es geht hier um etwas sehr Zerbrechliches oder etwas sehr Liebgewonnenes. Oder beides. Irgendetwas Besonderes muss dieses Rosa-Service hier haben. Ich liebe Porzellan, ich liebe in erster Linie aber Art Deco. Und das ist mein absoluter Lieblingsstil, den sammle ich jetzt seit bestimmt 30 Jahren, also seitdem ich mein erstes Geld verdient habe sozusagen. Ich habe es also in einer wunderschönen Art Deco-Vitrine stehen, in einer englischen, richtig schön aufgebahrt, ja, wie so ein Schrein ist das für mich. Und das ist mir einfach wahnsinnig viel wert, also vom Mentalen her, weil es einfach ein tolles Designstück ist auch. Geradezu anbetungswürdig. Ob die Porzellanexperten das auch so sehen? Grüß Gott. Ja. Grüß Sie Gott. Hallo. Tag. Oh, wir sind zum Kaffeetrinken eingeladen. Das war nett von Ihnen. Was haben Sie uns denn hier Schönes mitgebracht? Wo kommt das her? Ja, ich bin ein absoluter Art Deko-Liebhaber. Und vor ungefähr 10 Jahren habe ich dann auf der Auer Dud in München habe ich dieses Stück hier entdeckt. Das war 3-4 Mal, hat das der Händler mitgehabt. Und dann beim 3. oder 4. Mal gehe ich dann hin. Und dann frage ich ihn, sage ich, was wollen Sie denn dafür haben? So ganz desinteressiert. Was wollen Sie denn dafür haben? Und er sagt, oh mei, ja, sagen wir 350 Euro. Muss jetzt mal meinen Finanzminister fragen. Und er sagt, na, kommen Sie noch mal zurück, dann sagen wir 300. Ich sage, gut, dann packen Sie mal es ein. Mhm. Und seitdem habe ich mich darin verliebt. Ich fand das einfach faszinierend. Dieses Rosa habe ich noch nie gesehen mit dem Silber. Mhm. Benutzen Sie es denn auch? Nein. Warum nicht? Also der Händler hat gesagt, es hat einer Gräfin Reifenberg gehört. Und sie hat es immer in ihrer Vitrine stehen gehabt und hätte es auch nie benutzt. Das mache ich jetzt auch nicht. Das ist aber schade. Also Sie haben ja schon gesagt, dass Sie ein Art Deco-Liebhaber sind und wir haben tatsächlich mit Art Deco zu tun, also mit diesen Formen der Mitte 20er Jahre und dann 30er Jahre vor allem, diese Rillen hier. Man kann sich eigentlich so an die frühen Kinos erinnern und die frühen Kinosäle, die sind ja immer so im Art Deco-Stil und das hat ja fast was von diesem Glamour. Ja. Aber dann ganz lustig und merkwürdig, diese ja sehr bourgeoisen, bürgerlichen kleinen Blümchen, die da dazwischen so gestreut sind, das finde ich ziemlich witzig. Also das ist irgendwie eine Manufaktur, wo man sich dann doch nicht ganz lösen konnte und nur der Form vertrauen. Da musste noch ein bisschen Blümchen, musste dann doch noch dazu. Und das Besondere ist natürlich die Farbe. Es ist rosa. Ja. Und wenn wir hier mal beim Standring schauen, sieht man, die Masse ist durchgefärbt. Das heißt, es ist nicht nur an der Oberfläche eine rosa Farbe, eine Glasur, sondern die ganze Porzellanmasse ist rosa. Nun hat es da jede Menge Marken. Hier steht Alt Rohlau, MZ lässt sich erklären, warum das in der Marke steht. Und zwar war Alt Rohlau in den 1880er Jahren in eine schwere Krise gekommen, das Porzellan. Und die Manufaktur wurde verkauft an ein Bankhaus, nämlich Moritz Zetkauer. Und seitdem ist dieses MZ in der Kronenmarke auch bis heute zu finden. Und darunter haben wir noch einen Händlerstempel. Da steht Alois, Franzl, Karlsbad, Alt Rohlau, Sudetengau. Also sind wir da in den wirklich späten 30er Jahren nach der Annexion und damit. Nach 1938. Ja, genau, ja. Nach 1938. Ja. Ja, eine tolle Sache, also so ungewöhnlich. Das ist auch deswegen so toll, weil die böhmischen Manufakturen, das ist ja fast wie hier in Thüringen. Da gibt es also jetzt hätte ich fast was Böses gesagt, in jedem Misthaufen gibt es ja da eine Porzellanmanufaktur. Da hat wirklich jeder Ort hat eine Porzellanmanufaktur. Das ist doch und was ganz Tolles. Das ist ganz toll für uns, ganz Tolles. Und da gibt es eben eine Mode, weil es da auch zuerst entwickelt wird in einer Manufaktur, die heißt Rodau. Und dieses rosa Porzellan. Das Problem ist ja, wenn die Masse eingefärbt wird, dann kommt ja erst noch der Glattbrand mit, zuerst der Schülbrand, dann der Glattbrand mit der Glasur und das sind ja dann halt einfach bei Porzellan schnell mal 1200, 1400 Grad. Und da gibt es nicht mehr viele Substanzen, die diese Temperaturen aushalten und dann eben auch noch in der Farbe schön sind. Es gibt zwei, um rot zu färben. Man hat häufig Manganverbindungen, aber es gibt was ganz Besonderes und das sind
Goldverbindungen. Wenn Sie mal bei Porzellan, wenn Gold ein bisschen abblättert, dann bleibt häufig so ein roter, rötlicher Schimmer auf der Oberfläche zurück. Also Gold und Rot hat viel miteinander zu tun. Das Goldrubinglas ist auch ein rotes Glas, was natürlich gerade auch in Böhmen gemacht wurde, mit Gold. Und auch hier mit Goldverbindungen, die halt daneben auch temperaturstabil sind, kann man tatsächlich Porzellanmasse rosa färben. Und da waren die, sind die bis heute total stolz, dass sie dieses durchgefärbte rosa Porzellan haben und Sie haben ein ganz wunderbares Ensemble. Sie haben mehr als diese vier Stücke. Also es sind insgesamt 5 Tassen mit Untertasse und die 3 Kännchen. Ja. Komplett eigentlich. Gut, ja. Wunderbar. Muss man jetzt da tief in die Tasche greifen? Ja, also vom Preis, denke ich, sind Sie wirklich am Marktpreis dran. Es ist jetzt keine Manufaktur, die unglaublich hoch gehandelt wird, obwohl das so ausgefallen, außergewöhnlich und bizarr ist. Und ich war wirklich verblüfft, als ich die Marke gesehen habe. Von der ganzen Formsprache hätte ich eher auf Frankreich getippt, ne? Also nicht so auf was Böhmisches. Also es ist ein wirklich außergewöhnliches Geschirr und ich würde Ihnen sehr empfehlen, dass Sie es benutzen. Sie haben es sich erstanden, es ist ein zauberhaftes, dünnes Porzellan. Glauben Sie mir, der Kaffee und der Tee schmeckt daraus viel, viel besser als aus allen neuen dickwandigen Porzellan, das es mitunter gibt. Herzlichen Glückwunsch. Und schon ist die Welt rosa. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank.